Dachschatten wächst. Ich bin zu laut heute. Ich sitze oder stehe von mir jetzt gerade hier auf dem Castle Rock. Neben mir Lex von Megahertz. Hi erstmal. Servus. Das Castle Rock ist ein schönes kleines Festival hier im Ruhrgebiet. Eins meiner Stammfestivals. Megahertz haben wir auch schon häufiger gespielt, oder? Ja, waren schon häufiger her. Ich glaube schon 3 oder 4 Mal. Und heute seid ihr am Freitag der Headliner auf jeden Fall. Ja, freuen wir uns auch schon mega. Welche Erinnerungen verbindest du jetzt erstmal mit dem Festival generell? Was waren hier so die coolsten Momente in der Vergangenheit? Also ich kann mich an so vieles erinnern. Also was ich halt hier immer schätze, ist einfach die Location und das Familiäre. Also es ist ein relativ kleines Festival, aber trotzdem sehr gut besucht. Und man kommt immer ganz eng mit den Leuten und mit den Fans in Kontakt. Also wir waren immer auch unten am Merchstand. Heute wird es ein bisschen schwierig, weil wir Headliner sind und nach uns ist dann die Show vorbei. Aber das liebe ich eigentlich hier, also den Austausch mit den Leuten. Ja, heute ist euer erstes Mal, wo ihr Headliner seid, also als letztes Mal. Das stimmt, ja. Hier im Castle Rock das erste Mal. Ich bin auch schon ganz nervös. Fuck! Du hast schon den harten Stoff hier weg. Ich sehe schon den harten Stoff, ja. Ja, nein, aber ich sag mal, ihr habt ja mittlerweile auch genug Erfahrung und auch schon, ich sag mal, deutlich größere Bühnen gespielt, da wollte das jetzt auch nicht zu hoch sein. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wenn du jetzt hier quasi das Schloss siehst, ist das irgendwie schon mal ist das irgendwie anders von der Atmosphäre her als jetzt ein, sag ich mal, Backen, wo wir jetzt auch schon. Naja, jedes Festival, jedes Konzert hat seinen eigenen Charme. Wie gesagt, hier ist halt erstes Mal das Ambiente, ist schon mal geil, in einem Schloss, in der Burg zu spielen. Und dann eben dieses Kompakte, dass du halt sehr eng an den Leuten dran bist. Und ja, also ich finde ja sowieso hier in NRW, die Leute sind einfach immer freundlich und super cool. Also wir haben hier in NRW auch echt eine gute Base an Leuten, die uns mögen. Und deshalb alles gut. Ja gut, das kann ich nur bestätigen, als wenn ich irgendwo mal gesehen habe. Auf kleinen wie großen Events war das eigentlich immer so, dass wir uns abgefeiert haben. Du hast auch gerade gesagt, die Begegnungen sind mal ganz schön. Ich muss das sagen, als wir uns gerade unten getroffen haben, waren auch schon zig Leute, die dir Hallo gesagt haben, die du alle kennst. Also es sind garantiert auch viele Freunde und Bekannte, die du dann im Publikum wieder siehst. Nö, die kannten mich. Achso, die kannten mich. Ja gut, tatsächlich im kleinen Maßstab kenne ich das auch, aber das wirst du wahrscheinlich häufiger erleben, dass die Leute... Ja, aber das ist doch schön. Das ist doch, dann macht man schön Gruß zurück, ein bisschen Spaß, alles gut. Ja, auf jeden Fall. So, und natürlich haben wir auch einen guten Anlass, warum wir uns das hier zum treffen. Und zwar haben wir ein neues Album in der Pipeline. Ich habe da meine schönen Notizen, damit ich ja kein Mist erzählt. Im Teufelsnamen. Da kommt gleich die Polizei. Ja, aber die liegt ab. Genau, im Teufelsnamen kommst du wieder ab vor uns. Ich hatte jetzt wirklich noch nicht viel Zeit, mich damit zu beschäftigen. Meistens hat man das Presse immer zu hören und so. Ich konnte jetzt ein paar Infos dazu geben. Daher ganz kurz mal erstmal, was ist so die Quintessenz des Titels und auch des Albums als solches? Was hat man da? Es ist natürlich schwer, das in so kurze Worte zu fassen, weil das sind sehr viele Jahre, die da reinfließen. Also da steckt erstens mal die ganze Zeit von der Corona-Zeit, wo es uns allen dreckig ging, allen Künstlern. Wo ich auch sagen muss, wo ich nicht eine Zeile schreiben konnte, weil ich kam mir vor wie unnütz. Also, ich schreibe keine Songs, die mich auf die Bühne bringen kann. Aber das war wirklich auch eine Zäsur für mich, weil davor war Musik mein Ein und Alles. Und dann muss man sich plötzlich umorientieren und fängt plötzlich über ganz andere Dinge nachzudenken. Dann Krieg, die ganzen Hate Speech, die ganzen Verschwörungstheorien, die Querdenker und jetzt, was weiß ich, alles umherschwirrt. Also es war sehr, sehr viel, alles auf einmal. Und es ist sehr kondensiert in diesen Liedern reingeflossen. Auch unsere Wut, unsere Angst, die wir hatten, all unsere Emotionen, die wir in diesen Zeiten hatten, haben wir in diese Songs gebracht. Das heißt, es gab ja genug Stoff wirklich in den letzten Jahren. Aber absolut. Wenn du sagst, also während der Corona-Zeit konntest du nicht schreiben, das heißt, du hast jetzt auch nicht mit deiner Kunst da was kompensieren können, sondern du musstest dann wirklich auf die Befreiung quasi davon gehen. Da bin ich aber ein bisschen ähnlich gestrickt wie Xy, der bei uns Musik macht. Wir brauchen ein Ziel, auf dem wir arbeiten. Und wir haben uns da so, naja, also ich weiß nicht, wie es den anderen Künstlern ging, aber wir haben uns so gefühlt wie, okay, ihr seid nichts wert, euch kommen jetzt nicht mehr, füttern wir vielleicht noch ein bisschen durch. Aber und es ist halt schwierig, wenn du da deine Bestimmung drin siehst. Ne? Und dann sagt man zu dir von heute auf morgen, ja, schön, dass es dich gibt, aber auch nicht. Ja, das war
Das sind alles so Dinge, die sind mit eingeflossen. Da ist jetzt kein spezieller Song dabei, obwohl ein Song ist aus der Corona-Zeit, König der Dünnen. Den hat der hier gerade hinter der Kamera steht und uns filmt. Den hat der hier verbrochen, der XD. Und das ist eigentlich der einzige Song, der in der Corona-Zeit entstanden ist. Aber ihr habt in der Zeit dann trotzdem Kontakt gehalten als Band? Also ja, natürlich. Ja, natürlich. Klar hat jeder auch irgendwie versucht zu überleben und hat sein Leben auch ein bisschen neu orientiert. Und dann, als Corona rum war, war das natürlich schon so ein bisschen wie so Dornröschen, dass man so wach ist. Und dann hat man gedacht, jetzt ist es vorbei, jetzt wird es besser und dann kam halt ne, Krieg und diverse andere Krisen. Naja, wann denkt man schon, die Welt wird besser? Ja, aber eigentlich wäre es doch mal schön gewesen, wenn man, ne, dann hättet ihr vielleicht ein paar fröhlichere Lieder noch machen können. Ja, ja. Also ich bin durch und durch ein Optimist. Das glaubt man nicht, aber es ist so. Ich bin Gott sei Dank mit einer rosaroten Brille auf die Welt gekommen. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch Musiker geworden, weil sonst wäre man nicht so verrückt gewesen und hätte sowas gemacht. Dann wäre ich jetzt vielleicht Bürokaufmann oder so, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Und deshalb gibt es auf dem Album auch immer wieder Songs wie, also es gibt Songs wie Kannst du den Himmel sehen, Auf dem Weg zur Sonne. Das sind Lieder, die wirklich einen positiven Ausblick haben, neben der ganzen Wut, die auch auf diesem Album ist. Das ist halt alles. Ja, aber das heißt auch insofern ironisch gemeint, weil ihr natürlich auch positive habt. Durchaus das Thema Liebe mal. Natürlich, oder, klar. Also nicht einfach. Das sind, ja auch, weil, das sind ja auch die ewigen Themen, über die Megahertz immer schon wieder. Und die Mischung ist ja auch das Coole, dass auch quasi viel, viel Härte drin ist, aber auch dann mal wirklich Gefühl. Viel Herz. Ich habe heute noch irgendwie, bin ich dann dabei für immer gelandet. Ich bin live. Deshalb heißt es ja auch Mega-Herz. Ja, eben. Das Herz ist ein ganz entscheidender. Das Herz ist immer dabei. Trotzdem sollten wir natürlich die erste Single ansprechen. War die erste, ne? Das ist die erste Single, ja. Erste Single. Alles Arschlöcher. Sehr deftiger Titel, ich weiß. Ja. Da hätte ich dann natürlich auch gerne eine Erklärung zu. Erstens war, ich meine, man kann sich natürlich schon seinen eigenen Gedanken nur zum Titel machen, aber du hast bestimmt jemanden im Kopf gehabt da. Also tatsächlich, die Entstehungsgeschichte zu dem Song ist eigentlich recht kurz erzählt. Ich habe mich mit einem sehr guten Freund mal wieder, mit dem ich oft sehr politisch diskutiere und wir reden uns dann die Köpfe heiß und über Gott und die Welt und auch sehr emotional. Und heutzutage ist ja sowieso, habe ich oft das Gefühl, wenn man über Politik oder über heikle Themen spricht, ist ja wie so ein Minenfeld. Da musst du ja aufpassen, dass du niemand auf den Schlips trittst. Und letzten Endes haben wir uns sehr in Rage geredet und am Ende sagte er zu mir, weißt was, da wo ihr herkommt, sagt mir einfach dazu, alles klar. Und das war sowas, was die Diskussion auf einmal zum Stoppen gebracht hat. Also es war einfach so, da gab es nichts mehr dazu zu sagen und da habe ich gewusst, okay, dazu muss ich einen Song schreiben. Und das Schöne an dem Song ist, ich nehme alle mit rein. Und eine kleine Anekdote, ich habe mal die Fans gefragt, schreibt mir doch mal eine Top 10 von Leuten, denen ihr das widmen würdet. Haben natürlich die wenigsten gemacht, weil das will natürlich keiner, aber in Gedanken haben sie sehr viele. Aber wenn ich eine Top 10 schreiben würde, ich würde auf Platz 1 immer mich selbst schreiben. Okay. Und zwar nicht, weil ich mich selbst als das größte Arschloch finde, sondern weil ich weiß, dass auch ich mich ab und zu mal wie ein Arschloch aufführe. Und wenn ich das weiß, kann ich auch mit dem Finger auf andere zeigen und mal sagen, hey, du führst dich gerade wie ein Arschloch auf. Und die Quintessenz von dem Song ist eigentlich nur, denk mal nicht so oft an dich, sondern denk auch mal an andere. Weil wir haben so viele Egomanen, die hier rumspringen und Egoisten, Narzissten, Idioten einfach. Und ich glaube, da findet jeder jemanden, dem er den Song gerne widmet. Das stimmt, das ist auch was, was ich immer gerne zu dem Thema sage, wenn Leute sich über die anderen aufregen, sag ich mal, wir alle haben schon mal irgendwo Missbrauch, wir alle haben Fehler. Es heißt in dem Lied, alles Arsch. Alles schließt nicht mehr. Ich finde ich eine sehr gute, sehr coole Aussage. Es ist natürlich auch schön, dass jetzt quasi aus der Perspektive noch ist. Kurz Frage, ich gucke die ganze Zeit immer noch auf dein T-Shirt, kann ich sagen? Ja. Heißt das, du bist Comic-Fan? Unter anderem auch, ja. Da gibt es ja auch quasi die Guten und die Bösen und Randescha ist ja auch ein Charakter, der eigentlich eben nicht einfach schwarz oder weiß ist. Schön grau, ja. Das ist genau so wie eigentlich bei sehr vielen Marvel-Charakteren. Das ist ja eigentlich, glaube ich, auch dann eine Quintessenz, die man da auch noch rausziehen kann. Dass
jeder seine Schattenseiten hat. Ja. Dass jeder auch ein Held sein also, kann. Ich meine, wir haben ja der Titelsong zum Beispiel im Album, In Teufels Namen. Der Song geht eigentlich über uns, über die Menschen. Das ist ein sprichwörtlicher Blick in den Spiegel. Und ich zeige in dem Song mit dem Finger auf vieles. Auf sehr viele Missstände, die wir alle haben. Auf die Kirche, auf Arschlöcher, auf Idioten, auf sehr vieles, wo moralisch verwerflich ist. Aber wenn man ganz ehrlich ist, kannst du den Song anhören und kannst mal in den Spiegel schauen und denkst dir, wann hast du schon mal was im Teufels Namen? Also, es steckt auch sehr viel von dem ganzen Material in dem Song, auch mit sehr viel Selbstkritisches auch mit drin. Auch immer sehr gut. Und gerade in einer Zeit, wo gewisse andere Kollegen vielleicht auch müssen, irgendwann nie besonders auffallen. Ja, das sage ich halt. Ja gut, alles Arschlöcher sagt man dann wirklich. Ja. Dann wollen wir jetzt auch schon so langsam zum Ende kommen. Heute haben wir immer nur relativ kurz, weil man die Pause hier abpassen muss. Aber jetzt nochmal ganz allgemein gesagt, du hast schon früh was auch erzählt. Wo glaubst du, werden die Leute besonders überrascht sein, wenn sie es hören? Bei welchem Song oder über welchen Aspekt? Boah, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, In Teufels Namen bringt musikalisch nochmal einen Punkt rein, den die Leute vielleicht so von uns nicht erwarten. Der König der Dummen auch. Also es ist für unsere Verhältnisse ein recht hartes Album, also auch musikalisch eine härtere Gangart. Aber wie gesagt, wir haben auch mit Kannst du den Himmel sehen, Auf dem Weg zur Sonne oder auch Amnesie. Wir haben auch wirklich sehr emotionale und wieder so diese epischen Lieder, die man auch von uns kennt. Ne? Eben diesen Für immer Touch. Das ist uns auch wichtig, weil das ist immer, also Megaherz war schon immer Gesellschaftskritik, aber auch das Emotionale und das Pathetische haben wir immer in unseren Liedern gehabt. Weil wir neben der ganzen Kritik, die wir eben auch so rausschleudern mit unserem Wut und unserem Zorn, auch immer einen positiven Ausblick geben wollen. Man kann immer alles Schlechte, alles Negative selbst bekämpfen. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Album, ne? Und wenn ich noch reinhören darf und dann vielleicht eine Review dazu schreibt, guck mal rein. Aber jetzt freue ich mich natürlich erstmal vor der Show und die beiden sind auch ganz besonders. Ihr seid aber jetzt schon relativ gut da eigentlich. Ne? Wie überbrückst du jetzt noch die Zeit? Was machst du jetzt, damit du dann nicht bis dahin total müde oder was ist das? Naja, ich genieße jetzt hier das Fest. Ich gehe nachher auch ein bisschen runter, schaue die Bands an. Das ist ein schönes Festival, das genieße ich. Dann genießt ihr gemeinsam, würde ich sagen. Alles klar. Dann danke ich dir fürs Gespräch. Gerne. Euch da draußen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann haben wir, glaube ich, ja, 12 Minuten. Perfekt.